Männer, Söldner oder Militen, die der Garde unseres allerheiligsten Vaters Alexander beitreten und für den Ruhm Gottes kämpfen wollen, sollen sich bei der nächsten päpstlichen Kaserne. Der Feldzug in der Romagna verläuft so glanzvoll, dass mehrere mit Kriegsbeute beladen sind.
Abgabe muss für die Versorgung der päpstlichen Garnison dieses Region erhoben werden. Alle Cittadini müssen ihren Teil dazu beitragen. Die Befreiung Roms hat begonnen. Grazie, mille grazie, amico. Ihr kämpft gut und, wie es scheint, für die gerechte Sache. Könnt ihr einen Mitstreiter gebrauchen? Sicher, er wird bezahlen, ja. Das ist das Ende! Die Befreiung Roms hat begonnen. Ihr kämpft mit guten Absichten. Erlaubt, dass ich mich anschließe. Bestimmte Farben der Kleidung und Zubehör vermieden werden. Das Dorf Ferentino, welches vorübergehend keine Gäste mehr mit seinen Wunderbaren. Ezio, hierher! Ezio, komm her! Ezio, hierher! Ezio, komm her! Ezio, hierher! Ezio! Chi è là? Ezio! Leonardo! Ich wusste, dass du hinter dem Einbruch in die Engelsburg steckst. Schön, dich zu sehen, amico. Komm her!
Verzeih mir. Die Borgia haben meine Dienste angefordert. Nun, sie hätten mich umgebracht, hätte ich abgelehnt. Was wollen Sie? Kriegsmaschinen. Ich habe Waffen für die Borgia-Wachen konstruiert und viele andere schreckliche Dinge. Jedes ist ein Meisterwerk, Ezio. Hier, die Namen der Templer, die ihre Konstruktion überwachen. Cesare will sein Heer mit meinen Maschinen ausstatten. Du musst sie demontieren. Grazie. Ich kümmere mich um die Pläne und die Maschinen. Und es kommt noch schlimmer, fürchte ich. Sie haben den Apfel. Ja, ich weiß. Ich gab den Apfel Mario. Es tut mir leid, Ezio. Cesare überließ ihn mir, um ihn zu studieren, zu verstehen. Aber Rodrigo nahm ihn mir ab. Mehr weiß ich nicht. Ich hole ihn bei Zeiten zurück. Leonardo, ich habe alle Erfindungen verloren, die du angefertigt hast. Die neu zu machen ist leicht. Ich vergesse nie eine Erfindung. Aber du musst mir das Rohmaterial bezahlen. Wirklich? Sie bezahlen dir nichts im Vaticano? Sehr. Sehr wenig. Wenn wir das tun, darf niemand sehen, dass wir uns treffen. Ein Handzeichen. Es zeigt, wo du dich hinsetzen sollst. Setz dich hin. Ja, Maestro. Warte hier. Ich komme gleich wieder. Jetzt kriege ich doppelt so viele. Desmond, ich habe Leos Standort auf der Karte vermerkt, damit du ihn findest, wenn er sich bewegt. Um dich mit Ezio zu synchronisieren, musst du Leos Maschinen zerstören. Ich habe die Standorte der Templer markiert, die für den Bau zuständig sind. Ich aktualisiere die Karte, sobald die Maschinen gefunden wurden.